Hallo, willkommen. Heute ist das letzte Training des Kurzspielkurses hier auf Golfen mit Freude. So, falls du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, bitte schau mal unter dem Video, da ist die Beschreibung. Und falls du noch nicht Abonnent von Golfen mit Freude bist, bitte abonnieren. Dieser Kanal ist für Spieler zwischen Handicap 36 und 54. Es geht um Grundlagen, es geht um einfache Tipps, die aber sehr effektiv sind. So, heute sind wir auf dem Puttinggrün. Ich bekomme sehr viele Nachrichten von Schülern und ich höre zurzeit sehr oft, dass die Grüns sehr schnell sind. Sehr trocken, sehr schnell. Und der Golfer bekommt es nicht hin, dass der Ball zur Ruhe kommt. So, da habe ich ganz klare Tipps, die helfen werden. So, der erste Tipp hat mit den Händen zu tun. Man lernt, dass die Hände still sein sollten. Man soll auf jeden Fall nicht das tun. Das ist richtig. Aber stille Hände heißt nicht feste Hände. Wenn die Hände zu fest sind, verliere ich Gefühl und ich schlage doch. So, du musst schauen, dass du den Schläger so locker wie möglich greifst. Du, wenn ich meine Probeschwünge mache, dann sehen meine Hände ruhig aus, oder? Aber ich kann dir sagen, ich halte den Schläger sehr leicht. Der Grund, warum meine Hände nicht hin und her knicken, erkläre ich gleich. Geh rein. Okay, so der Grund, warum ich nicht geknickt habe, ist, weil ich mich bewegt habe. Meine Schultern sind nicht stehen geblieben. Ich habe die Schulter verwendet. Hier ist eine Übung für dich. Tu die Hände zusammen. Und beweg dich, ohne dass die Hände sich viel bewegen, da merkst du sofort, wie viel die Schulter sich bewegen. So, auch wenn es schnell ist, wie hier in Lüttelsburg, die Grüns sind blitzschnell und das auch ein Bergab hat, ist es notwendig, deine Schulter zu bewegen, weil dann ist es möglich, die Hände ruhiger zu lassen. Wenn ich hier oben nicht tue, dann muss ich unten arbeiten. So. Bei dieser Bewegung schwinge ich sehr, sehr langsam, aber ich bewege, die wollen nicht rein, meine Schulter. Jetzt der zweite Punkt. Vielleicht hast du es schon gehört, aber du musst wirklich schauen, dass du einen weichen Schwung machst, wie ich es gerade erklärt habe, ohne wirklich den Ball zu schlagen. So, der Ball muss im Weg vom Schwung liegen. Okay, so ich will jetzt nicht den Ball schlagen. Ich denke an meinen Schwung und habe zufällig den Ball getroffen. Nicht den Ball schlagen. Jetzt der letzte Tipp, das mag ich sehr. Werf ein paar Bälle oder lass ein paar Bälle zum Loch rollen. Jetzt, wenn ich mein Putt mache, möchte ich meine rechte Hand genauso verwenden, die gleiche Geschwindigkeit verwenden, wie beim Wurf, wie bei der Übung. So, ich habe so den Ball dahin geworfen, jetzt halte ich den Schläger mit dem Puttegriff und bewege meine rechte Hand, meinen rechten Arm mit der gleichen Geschwindigkeit. So, wenn du auf dem Grün bist, das kannst du auch im Turnier machen, ist egal. Du hast einen langen Putt, du hast Angst, zu weit zu schlagen. Mach einhändig. Wie würde ich den Ball dahin rollen lassen, hinwerfen? Okay, dann nimm den Putter und mach genau die gleiche Bewegung. Oh, ich glaube, der hat eine Chance. Das schaffst du bestimmt besser als ich. So ein paar Tipps, die ich glaube, dir helfen werden, auf schnelle Grüns klarzukommen. Und ich glaube, das ist auch gut für deine Technik. Danke für das Zugucken und bis bald.